Angehörigenentlastungsgesetz in der Pflege. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 7. November 2019 wurde das Angehörigenentlastungsgesetz beschlossen. Das heißt, dass Kinder von Eltern oder Familienangehörige von Menschen, die gepflegt werden, grundsätzlich von der Übernahme von Pflegekosten freigestellt werden, wenn sie wenigstens 100.000 Euro im Jahr an Einkommen haben. So wurde das also in diesen Familien- oder in den Angehörigenentlastungsgesetz beschlossen. Sie kennen das ja, die Eltern kommen ja meistens für den Unterhalt ihrer Kinder auf und umgekehrt natürlich auch. Und das hat ja in der Vergangenheit gerade bei der Pflege, bei der Übernahme der Kosten immer für ganz große Spannungen gesorgt, dass also die Sozialämter dann immer zu den Kindern gekommen sind und wollten also Einkommensnachweise haben. Und jetzt ist es in dem neuen Gesetz so, dass hier eine Vermutungsregelung drin ist. Und zwar wird jetzt grundsätzlich vermutet, dass die Kinder immer weniger als 100.000 Euro Jahreseinkommen haben. Und wenn die Sozialleistungsträger der Meinung sind, dass sie mehr verdienen, die Kinder, um sie heranzuziehen an den Pflegekosten, müssen die das nachweisen. So, und das wird natürlich auch wiederum für erhebliche Spannungen sorgen. Und wir warten mal ab, wie die Rechtslage und die ersten Gerichtsurteile da aussehen. Näheres zum Thema Pflege und Rentenpunkte in der gesetzlichen Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.